Also wir haben hier unser Bett und sie schläft hier in einem Beistellbett. Meine Süße. Ja, ich melde mich später wieder. Und nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben richtig Glück. Wir haben wieder hier die Seite zum Meer bekommen. Das kann man sich nämlich leider bei diesen Familiensuiten nicht aussuchen. Das erste Mal waren wir auf der anderen Seite, wo man zu den Rutschen und sowas, zu der Einkaufsstraße schauen kann. Und das letzte Mal und diesmal hatten wir Glück gehabt, dass wir morgens aufstehen und einfach hier diesen wunderschönen View genießen können. I mean, braucht man noch mehr. Ich sag's euch, also so schön. Ja, wir werden jetzt einmal frühstücken gehen und dann werden wir wahrscheinlich erstmal auf die andere Seite gehen, weil Elias möchte unbedingt tauchen, dort wo die Rutschen sind, aber wir werden später dann am Nachmittag auf jeden Fall auch noch ans Meer gehen. Ach, ich freue mich so sehr, aber jetzt erstmal frühstücken. So, wir sitzen hier beim Frühstück. Lara einfach nur in einem Body, weil für alles andere ist zu warm. Ich habe hier ein paar Eier und Gurken, die werde ich mir mit Samu zusammen teilen. Er hat hier aber jetzt erstmal Toastbrot haben wollen, einmal mit Nutella und Marmelade. Und oh, das sind die leckersten, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Die machen die hier selber frisch, das ist so lecker. Und Dias wollte Cornflakes haben. Ja. Erst einmal, danach ist er auf jeden Fall auch noch ein Toastbrot, möchte er noch danach haben. So, mein Mann holt sich gerade Essen und wir frühstücken jetzt und dann geht's ab in den Pool. Hier sind überall Kätzchen. Hier ist eine ganz kleine Mini-Mini-Babygatze. Hallo Süße! Oje, oje. So, wir sind jetzt hier an der Anlage, wo hinten die ganzen großen Rutschen sind. Und der Samu ist hier bei dem kleinen Kinder. Ja, Erlebnispark sozusagen. Lara ist super müde, die versuche ich so ein bisschen zum Schlafen zu bringen, ist aber schwierig. Also ich habe ihr jetzt mal ein bisschen aufgemacht, damit es schönen Durchzug gibt. Ich habe nur ein ganz, ganz dünnes Tuch drüber gelegt, damit sie ja, nicht am Ende sich doch was einfängt, weil sie hat wirklich nur eine Pampi an. Keine Ahnung, es ist immer so schwierig abzuschätzen. Sie ist auf jeden Fall extrem müde. Aber ja, es ist ja trotzdem hier so Geräuschkulisse und Co. Gell? Deswegen mal gucken, wie lange sie brauchen, um jetzt einzuschlafen. Ich habe hier auch den Schaukler mitgenommen. Aber am Anfang muss sie doch schon immer so ein bisschen noch mehr gefahren werden. Und wenn sie dann so am halb am Einschlafen ist oder eingeschlafen ist, dann kann ich das Ding hier noch benutzen und dann irgendwann, wenn sie tief schläft, auch ausmachen. Ich habe hier auch so ein Ding hier gekauft. Das ist so ein bisschen, ich habe es auf eine ganz kleine Stufe und so gemacht, dass es hier oben so reinkommt und so einen kleinen Durchzug halt eben gibt, weil es ist schon, Leute, es ist wirklich richtig, richtig, richtig heiß. Das hatte ich bei Temu bestellt. Das kann man dann hier so drum wickeln und je nachdem, wie man es haben möchte, verstellen. Kann ich auch immer mal wieder zu mir selbst machen. Es ist so warm, Leute. Echt abartig. Oh mein Gott. So, Lara ist mittlerweile tief und fest eingeschlafen. Ich habe den Ventilator jetzt nochmal so nach oben, dass ein bisschen dann immer so einen kleinen Durchzug gibt. Aber das ist so minimal, da passiert nichts. Ich habe trotzdem mal ihre Beinchen ein bisschen zugedeckt und sie hier unter einem Sonnenschirm gestellt. Meine Männer sind hier gerade die ganze Zeit am Rutschen, zu dritt, auf solchen Dingern. Die sind jetzt schon ein paar Mal gemacht, der Samu und Dias feiern das extrem. Ja, und ich genieße hier die pralle Sonne. Oh mein Gott, aber oh, ich liebe es, gell? Palmen. Blauer Himmel, Sonnenschein, aber es ist schon echt gut heiß. So, wir sind jetzt am Mittagessen für Samu. Gibt's Spaghetti, der Elias wollte ein paar Pommes. Das sind wirklich immer so, das finde ich sehr, sehr angenehm. Mittags wirklich kleine, schaut mal, die Pizza ist so groß wie meine Hand, wirklich so kleine Portionen, weil man wirklich hier auch gar keinen Hunger kriegt richtig über den Tag. Klar, die Jungs, wenn die so ein bisschen am Toben sind, aber wir frühstücken halt immer ordentlich. Mittagessen gibt es dann eine Kleinigkeit. Und dann halt eben wieder richtig Abendessen. Man kann aber auch theoretisch 5 solcher Schalen bestellen, wenn es einem zu wenig ist. Aber es sind so richtige, wie so Kinderportionen. Ich habe hier noch so einen gemischten Salat bestellt. Mein Mann und ich so eine kleine Margarita. Wie gesagt, die ist, schaut mal, sie ist wirklich klein. Und ja, das lassen wir uns jetzt mal schmecken und dann geht's wieder ab ins Wasser. So, dann melde ich mich mal wieder. Ich gehe jetzt mit Lara shoppen. Ja, falls sich jetzt der eine oder andere denkt, Amanda, du bist den ersten Tag da und gehst schon shoppen, du hast sie nicht mehr alle. Ich habe eine gute Begründung dafür. Und zwar ist es plötzlich komplett zugezogen und hat sogar leicht angefangen zu regnen. Also völlig komisch. Das war so gegen 2 Uhr ungefähr. Moment, ich quatsch gleich draußen mit euch weiter. Ja, also komplett zugezogen. Wirklich
alles dicht. Mittlerweile regnet es nicht mehr, es ist nur noch leicht windig, was aber super angenehm ist für zum Einkaufen. Es soll auch nicht mehr regnen. Genau, und es ist halt eben perfekt, ganz ehrlich, bevor ich jetzt, wir haben jetzt mittlerweile 4 Uhr, wir haben alle geduscht, alle sind fertig gemacht, der Samu ist eiskalt nach dem Duschen eingeschlafen, der Arme, der war total fertig, der hat sich richtig verausgabt heute, muss ich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ja, und bevor ich jetzt irgendwie sinnlos da im Zimmer rumsitze, klar, ich hätte jetzt auch arbeiten können oder sowas, aber ganz ehrlich, ich habe die letzten Tage so viel gemacht, sei mir gegönnt, auch mal einfach nicht an die Arbeit zu denken, sozusagen. Deswegen habe ich mir gedacht, so ganz ehrlich, oder beziehungsweise nicht ich, sondern mein Mann hat gemeint, auf, lass uns doch rübergehen, weil mein Mann wollte unter anderem Trikots und solche Sachen für die Jungs holen. Weil ganz ehrlich, die originalen Trikots sind halt einfach todesteuer dafür, dass sie dann so nach einem Jahr nicht mehr passen, ist es so voll sinnlos. Deswegen werden wir hier welche kaufen. Genau, und das hatten wir auch vorgehabt und dann haben wir gesehen, dass der Samu einfach, der hat sich ins Bett gelegt, ist eingeschlafen. Da habe ich gemeint, ja gut, dann bleiben wir halt eben da und werden erst gegen Abendessen dann halt eben runtergehen. Hat er zu mir gemeint, komm, dann lauf doch nach vorne. Und zwar, als wir abgeholt wurden, sind wir hier, es ist ja hier eine Straße. Auf der einen Seite, wo da das Meer ist, die ganzen Hotels, dann ist hier eine Straße. Und auf der gegenüberliegenden Straße ist ein Geschäft nach dem anderen. Mal sind es so Malls, mal sind es einzelne Geschäfte. Und ganz am Anfang dieser Straße hat eine Mall aufgemacht, eine relativ kleine, also normale, jetzt nichts Riesiges. Und da hat einfach der Laden LC Waikiki aufgemacht. Das war ja der Grund, ich bleib mal hier stehen, ich möchte jetzt nicht mit dem Handy hier großartig rumlaufen. Und zwar sind wir die letzten 2 Male, als wir hergekommen sind, sind wir ja immer zu so einer Mall gefahren, wo wir immer 50 Euro Taxigeld gezahlt haben. Also hin 25, zurück 25, also 50 Euro schon mal weg. Und eigentlich war der Hauptgrund, weil ich zu LC Waikiki wollte. Das ist für alle, die es nicht kennen, so eine Art wie Primark. Also da gibt es wirklich wunderschöne Sachen, aber auf jeden Fall günstiger. Und als wir das gesehen hatten auf dem Hinweg, habe ich mir gedacht, so, okay, du musst dahin, wie genial. Ich muss jetzt nicht mehr zur Mall fahren, die irgendwie Buxtehude ist, sondern ich kann hier einfach die Straße runterlaufen. Ich kann jetzt nicht genau einschätzen, wie weit das ist. Ich habe jetzt mit der, als wir vorbeigefahren sind, habe ich so gedacht, so vielleicht 15 Minuten laufen, weil es ist halt wirklich eine große, lange Straße. Und wie gesagt, auf der einen Seite komplett Shopping und auf der anderen Seite die ganzen Hotels. Ich werde jetzt mal auf die Uhr gucken und gucken, wann ich ankomme und laufe ganz normal, ohne zu schlendern, aber ohne auch irgendwie hier stramm zu laufen oder so. Aber es ist halt echt genial, weil es ist halt komplett zugezogen, regnet aber nicht und es ist so ein leichter Wind. Also perfekt für sowas. Mein Mann meinte noch, er schaut mal, wenn der Samu wach wird, dass die mir dann so entgegenlaufen. Wobei die sowieso nicht nach ganz hinten zu diesem LC Waikiki wollten, sondern eher hier vorne halt wegen Trikots gucken. Deswegen, ja. Soweit so gut. Was ich auch immer in der Vergangenheit gefragt wurde, ob ich keine Angst habe, hier rauszugehen, vor allen Dingen, wenn es dunkel ist. Überhaupt gar nicht. Also hier fühlt man sich wirklich, wirklich safe. Klar gibt es auch hier immer Leute, die dir irgendwas andrehen wollen, aber man muss sich hier nicht unwohl fühlen. Was ich halt immer mache, wenn ich rausgehe zum Shoppen, ich trage keinen Schmuck, damit ich nicht aussehe, als ob ich keine Ahnung was hätte. Das ist immer gut für zum Verhandeln in den jeweiligen Stores, weil oftmals da sind halt keine richtigen Preise, sondern du fragst, was kostet es und ja, bei dem einen sagt er 30 Euro, beim nächsten sagt er 60 Euro, so nach dem Motto. Und ich ziehe mich immer relativ normal an. Ich habe jetzt hier so einen Tanktop an, so eine Bluse und eine Radler, einfach wirklich nichts Besonderes sozusagen. Darauf achte ich immer, damit ich dann gute Preise verhandeln kann. Wobei ich heute sagen muss, ich werde wahrscheinlich gar nicht in diese Läden gehen zum Verhandeln, sondern wahrscheinlich nur nach vorne zu LC Waikiki. Aber falls ich schnell da bin und schnell wieder raus bin auf dem Rückweg, werde ich auch irgendwo reinschauen, weil ich habe genau, habe ich ja schon mal in einer der letzten Vlogs gesagt, dass ich so genaue Vorstellungen habe, was ich mir besorgen möchte diesmal. Und deswegen vielleicht finde ich ja das eine oder andere. Und ja, also was ich sagen wollte, hier muss man echt keine Angst haben, man kann alleine rumlaufen. Ich bin die letzten 2 Jahre alleine hier abends rumgelaufen, es war alles in Ordnung gewesen, ich habe mich immer safe gefühlt. Und genau, das dazu. So, wir laufen jetzt mal los, meine Süße und ich. Ich habe Lara mitgeschleppt, die ist nämlich gerade, hat gerade ihre Flasche getrunken und wird jetzt demnächst einschlafen, wenn ich gerade mit ihr hier so am Spazieren bin, ist es gar kein Problem. Und dann können die Jungs in Ruhe noch ihr Schläfchen genießen. So, ich bin angekommen. Das hier wurde gebaut. Ich habe jetzt genau 17 Minuten gebraucht und bin normal gelaufen. Ja. So,
Ich bin jetzt wieder zurückgelaufen und in dieses Shopping Center gegangen, was direkt gegenüber von unserem Hotel ist. Ich bin eigentlich nirgendwo reingegangen, weil es einfach mit Kinderwagen problematisch ist. Die haben so die Sachen so eng überall aneinander platziert, dass man eigentlich mit Kinderwagen kaum irgendwie großartig irgendwo rein kann. Und ich bin halt auch nicht so, dass ich sie einfach mal kurz da irgendwie stehen lasse. Oh ne, ich will in die 0, nicht in die 1. Ja, Elsie bei Kiki war Flop des Grauens, anders kann ich es nicht sagen. Ich bin da rein und es war so ein übersichtlicher Laden, also jetzt nicht unbedingt groß. Normalerweise, wenn man in so einem... So, da melde ich mich wieder. Ich bin im Hotel zurück. Ich war nämlich gerade oder wollte gerade mit euch quatschen. Dann waren da aber so viele Leute, dass ich aufgehört habe, mit dem Handy zu quatschen. Nicht, weil ich das nicht mag, aber ich, also nicht wegen dem Reden, sondern ich mag das nicht mit so... keine Ahnung. Das hört sich so bescheuert an, aber mit so teuren Sachen durch die Gegend zu laufen, vielleicht übertreibe ich jetzt auch, aber ich denke immer so, die denken dann so, oh ja, das ist mir sogar einmal passiert. Ich hatte mein Handy rausgeholt, weil ich nach einem Foto gucken wollte. Und da meinte einer zu mir, ja, wie krass ich hier verhandle, dabei habe ich das neueste iPhone. Ich meinte dann zu ihm so, ich bin Studentin und das ist auf Ratenzahlung. Ich zahle dafür sehr viel Geld und muss dafür hart arbeiten. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Naja, auf jeden Fall. Also, wenn man in große Malls fährt, dann ist der Elsie bei Kiki Store immer riesengroß. Also wirklich riesengroß. Und dort war es jetzt so gewesen, es war ein normaler Store. Jetzt nicht extrem groß, aber auch nicht extrem klein. Und da waren nur Männerklamotten. Und dann ging es mit den Treppen hoch zu den Kinderklamotten, war genauso groß. Und unten dann zu den Frauen, da war ich gar nicht erst gewesen, weil es gab da einfach keinen Aufzug. Richtiger Fail. Ich habe sie dann in die Trage genommen und jemand hatte mir geholfen, den Wagen hochzutragen. Und das war aber so klein, dass es da halt kaum Auswahl, also es war wirklich, es war so eine kleine Auswahl, das kenne ich halt nicht aus dem großen Laden. Und deswegen habe ich auch nichts gekauft. Ich hätte ein, zwei Teile, wo ich gesagt hätte, ja, vielleicht, aber es war auch nichts, was mich irgendwie gecatcht hat. Und vor allen Dingen hätte ich nochmal runter ins Erdgeschoss gemusst, also nochmal zwei Stufen runter, Stufen vor allen Dingen, komplette Treppen, das war schon viel, um dann unten zu bezahlen, weil den Frauen gar keinen Bock gehabt. Ich bin da wirklich nach 10 Minuten wieder draußen gewesen, also richtiger Flop. Und auf dem Rückweg bin ich dann halt an den Geschäften vorbeigeschlendert, habe einfach mal geguckt, was gibt's Neues, wie sind die Preise so aktuell. Manche Preise sind ausgeschildert, manche halt nicht. Und ja, ich werde auf jeden Fall irgendwann die Tage nochmal gehen, aber dann abends, wenn die Kinder schlafen. Und ja, mit dem Kinderwagen ist halt echt, ist halt nichts. Das macht keinen Sinn. Ja. So, Abendessen. Es gibt Ofenkartoffeln. Yummy. Ich habe verschiedene Sachen reingemacht und habe mir noch so ein kleines Stück Pita genommen. Da ist Hähnchen drauf und einen gemischten Salat. Guten. So, das ist übrigens mein Nachtisch, das gleiche wie gestern. Sam und ich schneide ihn immer was dann ab. Er ist auch der totale Melonenesser. Lias hat ganz viele Erdbeeren gegessen, aber er kann nicht mehr. Ich habe ihn mit einem vollen Teller gemacht. Das Obst im Süden ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Das schmeckt so unglaublich lecker. Ja, das gönne ich mir jetzt. Mini-Disco! Laras erste Mini-Disco. So, wir haben gefrühstückt alle und sind jetzt on the road, endlich zum Strand. Heute habe ich mich durchgesetzt. Die Jungs mögen es halt mehr am Pool. Am Strand spielen sie halt klar im Sand und sowas, aber so Wasser und so ist eigentlich nichts für sie. Die haben hier übrigens, das ist ja dieses Kids Club, das habe ich euch ja damals schon alles gezeigt. Die haben hier richtig, richtig viel erneuert. Also zum Beispiel, das war schon immer überdacht und hier ist ja so ein Sandspielplatz. Den haben sie jetzt auch endlich überdacht, richtig, richtig gut, weil der war nie überdacht und da war es immer so heiß. Und da sind verschiedene neue Klettergerüste, Spielzeuge und so weiter. Richtig nice. So, ich bin jetzt gerade mit Lara hier das erste Mal am Strand. Meine Süße. Du hast ja heute das erste Mal das Meer und den Strand gesehen, gell? So, meine Süße ist jetzt hier eingeschlafen. Die war auch schon ein bisschen müde, auf jeden Fall schon eine ganze Zeit lang wach gewesen. Das ist halt super. Ich habe sie jetzt so Richtung Strand hingestellt. Da hat sie dann ein bisschen rausgeguckt und ist jetzt eingeschlafen. Ich habe hier den
das Verdeck sozusagen offen, dass immer schöne Luftzirkulation ist. Hier ist es auf jeden Fall auch angenehmer. Hier kommt immer mal ein bisschen Wind. Also ja, aber trotzdem, wir haben 40 Grad heute. Richtig, richtig extrem. Hier ist einfach ein Kamel am Start. Hallo ihr Lieben, da melde ich mich heute endlich mal wieder. Wir haben Sonntag. Ja, wir haben heute Morgen gechillt, uns langsam fertig gemacht, sind irgendwann frühstücken gegangen. Nach dem Frühstücken sind wir zum Meer. Genau, die Jungs waren kurz im Meer drin gewesen, aber die mögen das nicht so sehr, weil da kann man im Poolwasser tauchen, die halt machen die Augen auch auf. Und wenn sie mal irgendwie sich verschlucken, dann ist es nicht für sie nicht so schlimm, wie wenn es im Meer passiert. Und irgendwie ist es nichts. Also wir gehen zum Meer tatsächlich immer nur so dann, das haben wir die letzten Jahre auch so gemacht, dann immer halt eben morgens, einfach mal für 2-3 Stündchen und dann gehen wir schon zu irgendwelchen Pools. Und die haben dann aber da im Sand gespielt und so weiter, also das funktioniert dann auch. Und dann sind wir zum Pool gegangen, aber wir wollten eigentlich zum Kinder-Baby-Pool sozusagen, aber da war alles voll gewesen. Es sind halt logischerweise viele Familien hier, das ist jetzt kurz bevor die Ferien starten und da sind halt viele kleine Kinder hier, dass man sich da ja einfach die krassen Sommerferienpreise nicht aufhalst. Und ja, deswegen, der Babypool war schon relativ gut besetzt gewesen. Dann sind wir ein bisschen weitergegangen. Vorne gibt es noch eine Poolanlage. Die ist relativ immer, also leer würde ich jetzt nicht sagen, aber da sind immer nur so wenige Leute. Die ist aber eigentlich relativ nice. Die hat nämlich, also dieses tiefes Wasser, wo man aber als Erwachsener stehen kann. So, aber man ist schon so, die Schulter guckt ein bisschen raus, sagen wir es mal so. Also nichts für, nicht, wo die Kinder stehen können. Dann gibt es aber dort immer wieder so Einbuchtungen, wo man dann als kleines Kind auch stehen kann. Und da ist auch eine Sitzfläche im Wasser und die sprudeln dann auch. Also ist total cool. Und dort habe ich dann Step für Step versucht, mit Lara reinzugehen, weil gestern zum Beispiel hat es gar nicht geklappt. Ich bin mit Lara immer mal wieder, habe ich versucht, mit ihr ins Wasser zu gehen. Wenn ihr Fußzeh ins Wasser kommt, fängt die an zu schreien. Oh mein Gott, also wir waren in Deutschland ja schon im Schwimmbad gewesen. Allerdings ist dort ja eine ganz andere Temperatur. Das Wasser ist ja beheizt, dort ist es ja warm. Und hier ist das Wasser ja komplett kalt. Klar, es ist aufgewärmt von der Sonne, aber es ist schon, wenn man so die ersten Schritte reingeht, ist es erstmal so, puh. Aber gleichzeitig ist es auch genial, weil man ist einfach, es ist einfach so heiß. Wir haben jetzt gerade 41 Grad mittlerweile. Da freut man sich, wenn man einfach so eine Abkühlung bekommt. Deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall mit ihr wirklich, ich habe so lange mir Zeit genommen, wirklich Schritt für Schritt mit ihr reinzugehen. Habe sie immer wieder ganz langsam nass gemacht und auf jeden Fall am Ende war sie wirklich bis zur Brust drinnen und haben wir da Spaß gehabt. Mein Mann hat dann auch kurz das Handy geholt und das mal ein paar Fotos schnell festgehalten und kurz wirklich ein Mini-Video gemacht. Für die Family oder für uns als Erinnerung. Und ja, da waren wir dann so eine Stunde vielleicht. Und dann sind wir jetzt hier nach hinten gelaufen, wo die ganzen Wasserrutschen sind. Meine drei Männer sind auch gerade bei den Wasserrutschen. Und ich habe mich hier in die letzte Ecke gesetzt, weil es gibt zwar hier überall Schirme, also man hat wirklich genug, also es ist praktisch an jedem Platz ist auch ein Schirm. Also man muss sich nicht um die Schirme kloppen, wenn ich denke, wie das zum Beispiel war, als wir in Mexiko waren, da waren dann irgendwie 10 Liegestühle und zwei Stühle, 10 Liegestühle und zwei Schirme oder sowas. Also total blöd. Und hier ist es wirklich so, es ist alles voller Schirme. Man hat wirklich, wenn man einen Platz bekommt, hat man auch einen Schirm safe. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Der Schatten unterm Schirm oder unter irgendwelchen Überdachungen sozusagen ist nochmal was anderes, als jetzt hier zum Beispiel bin ich in einem natürlichen, echten Schatten sozusagen. Und das ist nochmal, fühlt sich anders an. Also ich bin hier bei so einer Hecke sozusagen, habe ich mich hingesetzt. Schaut mal, hier ist diese ganz kleine Kindergeschichte. Da kann ich dann nämlich immer schnell reinhüpfen, mich nass machen und dann chill ich mich wieder hier hin. Keine Chance, dass ich mich irgendwie in die Sonne lege und ein bisschen bräune, weil es ist einfach zu heiß. Ich würde mir den krassesten Sonnenbrand ever holen. Und ich stehe ja immer mal wieder im Pool mit den Kindern auch und dann kriege ich ja auch die Sonne ab. Von daher aus alles fein. Lara schläft gerade. Genau, die hat am Strand dann wieder eine Flasche getrunken
Dann haben wir uns so langsam fertig gemacht, sind dann langsam hier hinten zum Pool und dann hat sie da rumgemacht eine Stunde und dann sind, als wir hierher gekommen sind, haben wir dann hier hinten, da ist einer der Pool Beach Restaurants auf jeden Fall. Dort haben wir gerade gegessen. Einfach was von diesen kleinen Portionen. Reicht vollkommen aus. Bei dieser Hitze hat man auch kaum Appetit. Also es ist wirklich, diese kleinen Portionen sind perfekt. Und dann haben wir uns hier diesen Platz gesucht und da habe ich sie jetzt erstmal hingelegt zum Einschlafen. Die war auch jetzt dann zum Schluss, hat sie angefangen, kurz, gerade als wir fertig waren mit dem Essen, hat sie angefangen, so ein bisschen knatschig zu werden. Habe ich sie hingelegt und sie hat sich direkt eingekuschelt. Und ja, jetzt schläft sie hier. Dachte ich gerade, meine drei Männer kommen, aber nein, sie laufen wieder zu den Rutschen. Ich bin heute Morgen um 6:15 schon wach gewesen, nach deutscher Zeit sogar 5:15. Aber es ist schon mal besser, weil gestern war ich schon 3 wach. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum, aber ich war gestern auch super, super müde abends dann. Ich habe mir dann aber heute Morgen meinen Laptop geschnappt und habe ein bisschen was gearbeitet. Ich musste ein paar wichtige E-Mails versenden und es hat nicht gesendet. Keine Ahnung, was passiert ist. Auf jeden Fall musste ich mich aus allen Accounts ausloggen, wieder einloggen, dann Zertifizierungen machen, dass ich auch ich bin und bla 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 bla. Ist ja immer ein bisschen tricky, wenn man sich im Ausland irgendwo anmeldet. Übers Handy hat es jetzt funktioniert, dass ich eine E-Mail versenden konnte, aber über meinen Laptop funktioniert es immer noch nicht. Die hängen alle komplett im Ausgang fest. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Letztes Jahr hatte ich das Problem, dass ich E-Mails nur über den Laptop schicken konnte und übers Handy hat es gar nicht funktioniert. Also ich habe keine Ahnung, was da schon wieder los ist, aber ich konnte zumindest die wichtige E-Mail schicken und die andere wichtige E-Mail, die hängt im... Oh mein Gott, die sind ganz, ganz, ganz weit oben. Okay. die andere E-Mail hängt noch fest, also muss ich mal gucken. Und ich werde jetzt, solange die da noch am Rutschen sind und sie schläft, ein Thumbnail machen und einer meiner vorbereiteten Videos dann ein Thumbnail machen. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall auch so lange bleiben, bis wir dann zum Abendessen gehen. Genau, ab 18.30 Uhr gibt es immer Abendessen, aber das ist viel zu früh, weil ab 8.30 Uhr fangen so diese Abendprogramme an. Für Kinder, die Minishow, Minidisco ist 8.30 Uhr und für die Erwachsenen, für die Erwachsenen ist immer 21.30 Uhr direkt danach. Ja, genau, deswegen, wenn man so um 7, 7.30 Uhr Abendessen geht, ist es eigentlich eine sehr gute Uhrzeit. Und um 5 Uhr oder 5.30 Uhr, ich weiß es gar nicht, hört auf jeden Fall dieses Ding hier auf, also von den Baby oder von den Kindern. Und die ganzen Pools sind ab 18 Uhr nicht geschlossen. Man kann ganz normal reingehen, aber da sind keine Bademeister mehr da, genau. Und bei den Wasserrutschen läuft kein Wasser mehr, weil da geht es nur mit Aufsicht halt eben. Da stehen dann oben immer Leute, die dann aufpassen, dass nicht 3 Stück hintereinander rutschen zum Beispiel oder so. Genau, und deswegen, man kann weiter in den Pools gehen, auch bis spät abends oder so, aber es ist halt keine Security halt eben mehr da, die im Notfall halt eben da wäre. Genau. Joa. Soweit, so gut. Ich mache mal, wie gesagt, meine Thumbnail jetzt und dann melde ich mich später irgendwann wieder. So, wir sind jetzt hier im Kids Club. Wir sind einmal jetzt hier gerade, die Jungs, aber es wurde so viel Schönes neu gemacht. Das da hinten zum Beispiel ist auch neu. Die waren schon, aber ich glaube, da waren größere. Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall haben sie hier ein bisschen, das da hinten ist auch neu. Ja, genau, so rum. So, wir waren jetzt gerade beim Abendessen. Es war wirklich voll und so viel los. Ich versuche nochmal euch das Essen abzufilmen. Ich habe es die letzten 2 Male schon gemacht. Da hat sich nicht wirklich viel geändert. Das ist einfach ein riesengroßer Saal mit Buffet ohne Ende. Also ich war ja jetzt schon wirklich in vielen, vielen, vielen Urlauben, in vielen verschiedenen Ländern, verschiedenste Hotelkategorien. Und da war ja auch sehr oft eben 5 Sterne und All-Inclusive. Das hier hat das krasseste Buffet, was ich jemals hatte. Und ich war wirklich
Also gerade bei zum Beispiel Mauritius, 5-Sterne-Anlage, Luxus pur sozusagen. Eigentlich brauche ich nur mein Portemonnaie. So, ich wollte nur kurz mein Portemonnaie holen. Ja, also ich war ja schon zum Beispiel in Mauritius. Extrem krasse Luxus 5-Sterne-Anlage, also wirklich. Aber, also da gab es auch krasses Essen, gar keine Frage, auch wo wir in Mexiko waren und so weiter. Wobei, da war es echt, wo ich sage, so, hätte besser sein können dafür, dass es eine 5-Sterne-Anlage war. Das ging jetzt aber mal schnell, da bin ich ja jetzt von schon fast schockiert. Ich muss nur teilweise so krass auf die Aufzüge, es sind zwar hier 3 Aufzüge, hinten gibt es noch einen, aber dadurch, dass es so viele Stockwerke sind und so viele Menschen, alle sind ständig irgendwie am Rumfahren. Gerade bei diesen Stoßzeiten mit Essen, da muss man echt teilweise richtig, richtig lange warten. Gerade wenn man muss, also wenn ich nicht muss, dann laufe ich Treppen. Ganz ehrlich, bin ich auch schon gelaufen, jetzt seit ich hier war. Jetzt ist gerade jemand in den Aufzug mit reingekommen und Live-Musik, oh Gott. So, was ich sagen wollte. Das Essen hier ist einfach krass, also es ist einfach so eine Auswahl, das ist crazy. Das hatte ich halt wirklich noch nie irgendwo gehabt. Die Auswahl ist echt so gigantisch groß. Es findet definitiv jeder etwas zu essen. Also es wird, ich brauche es gar nicht, glaube ich, zu sagen. Es ist wirklich von allem. Egal was, ob es vegetarisch ist oder für Kinder. Frisch gegrillt wird immer Fisch und verschiedene Fleischsorten und generell viele verschiedene Gerichte und. Also Essen ist hier wirklich on point, muss man echt sagen. Ich hatte das, ich hatte bis jetzt tatsächlich mit dem Essen nie ein Problem gehabt. Und wir sind ja jetzt, wie gesagt, das dritte Jahr hier. Ich liebe diesen Gang hier runter zum Meer. So schön. Ja, auf jeden Fall. Warum ich jetzt kurz oben gewesen bin. Und zwar, meine Jungs sind jetzt gerade hier, die wollten ein Boot fahren. Also diese Kinderboote, die man steuert. Da hatte mein Mann, glaube ich, noch genug Geld mit dabei. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt Portemonnaie geholt, weil wir jetzt wahrscheinlich kurz rausgehen. Weil wir sind 10 Tage hier, 9 Nächte. Und wenn wir jeden Tag zu dieser Mini-Disco gehen und es geht immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, sowas um den Dreh. Ja, so dreiviertel Stunde. Und es ist ja immer wieder das gleiche Programm, die gleichen Lieder. Das muss man sich nicht jeden einzelnen Abend antun. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir gehen raus, holen die Trikots. Aber ich glaube, die sind doch bei der Mini-Disco gelandet. Ich suche sie mal. Ah.